Hallo liebe 1000 PS-Fans, hallo liebe 1000 PS-Wochenshow-Fans. Ich glaube nämlich, es ist einmal an der Zeit, dass wir uns recht herzlich bei all jenen bedanken, die so brav und treu unsere 1000 PS-Wochenshow verfolgen und sich unsere mehr oder weniger sinnvollen Ergüsse immer wieder ansehen. Dankeschön. Als professioneller Nachrichtensprecher bin ich natürlich auch diesmal wieder top vorbereitet für diese 1000 PS-Wochenshow. Es ist die 23. Könnte aber auch die 24. oder 25. sein. Ihr seht es wie immer, top vorbereitet und höchst professionell. Zum Thema Motorrad fällt mir oder fällt uns 1000 PS-Lern aber glücklicherweise ohnehin immer etwas ein. Es war die Woche ja auch wieder sehr viel los bei uns auf 1000 PS und auf unserem 1000 PS YouTube Video Channel. Wer den noch nicht abonniert hat, möge das bitte rasches tun, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid und wir euch top aktuell informieren können über die neuesten Videos und über die neuesten Berichte auf 1000 PS. Eine sehr wichtige dieser Neuheiten hat uns der liebe Nasty Nils mitgebracht. Er war im mondänen Monaco und hat dort die neue Ducati Diavel getestet, die sich ja vor allem an der Front optisch retuschiert, aufgehübscht präsentiert. Und da hat uns eben der liebe Nasty Nils einen tollen Bericht mitgebracht und auch schon ein umfangreiches Video auf den YouTube-Channel gestellt. Weiters fand diese Woche unsere erste 1000 PS Grip Party dieses Jahres in Brünn statt. Die Burschen und Mädels, die vor Ort waren, haben uns auch gleich einen Haufen an Bildergalerien mitgebracht und auch schon online gestellt, wo jeder die gesamte Action, die dort stattgefunden hat, ganz gut erkennen und ersehen kann. Unter anderem war der Kollege Herr Chefredakteur Kot auch vor Ort und hat sich gleich die neue Kawasaki Z1000 für einen Rennstreckentest vorgeknöpft und sie eben über die Piste gepeitscht, zur Abwechslung einmal nicht geschrottet. Aber umso mehr war er dann begeistert von der Performance dieses Muscle Naked Bikes und hat im Zuge dessen auch gleich den neuen Reifen von Bridgestone, den S20 Evo, auf der Z1000 getestet. Also ein sehr interessanter Bericht und natürlich auch ein Testvideo dazu. Ganz untätig war aber auch ich nicht, nachdem ich ja mit Honda in Spanien war, habe ich euch einen umfangreichen Bericht und natürlich auch ein informatives Video der neuen Honda VFR 800 mitgebracht. Da könnt ihr euch selbst überzeugen, dass die Optik wirklich gelungen ist. Bei den Bildern habe ich mir noch gedacht, das schaut nicht so gut aus, aber in Natura schaut das spitzenmäßig aus, vor allem an der Front. Erinnert sie mich an eine italienische Diva, deren Namen ich nicht nennen möchte. Sie beginnt mit P und hört mit Annigale auf. Das müsst ihr euch jetzt selber zusammenreimen, gell? In die Rubrik, falls wir sie hätten, Arge Umbauten, würde die Suzuki GSX-R 1100 Cafe Racer fallen, die von FCR umgebaut wurde. Sehr professionell, meiner Meinung nach, wie man auf den Fotos ersehen kann. Ein Vierzylindermotor, Reihenmotor, hat vielleicht bei einem Cafe Racer nicht unbedingt etwas verloren, aber es ist ein interessanter Ansatz. Ob sie schön ist oder nicht, liegt natürlich im Auge des Betrachters. An Leistung wird es ihr vermutlich aber nicht mangeln. Am Rollersektor tut sich natürlich auch etwas. Vespa hat uns Bilder von der neuen Sprint nachgereicht. Das ist ja die sportlichere Schwester von der Primavera und die Nachfolgerin der Vespa S. Von dieser Sprint gibt es eben jetzt neue Bilder. Da gibt es einen netten Bericht dazu und eine sehr umfangreiche Bildergalerie. Also nicht nur für Vespa-Fans sehr schön anzuschauen, sondern auch für alle, die einfach runde Formen mögen. Schließlich möchte ich auch noch die allerletzte Möglichkeit nutzen, euch an die Bike Austria in Tulln zu erinnern, die heute und morgen, übermorgen, dieses Wochenende noch stattfindet, mit fast allen renommierten Herstellern, einem sehr umfangreichen Unterhaltungsprogramm und vor allem der Möglichkeit, das Traummotorrad oder den Traumroller gleich vor Ort auszuprobieren. Bei uns geht es natürlich Schlag auf Schlag weiter. Ich werde euch nächste Woche die Berichte und Videos der neuen Honda CB650F und des neuen Michelin-Reifens Pilot Road 4 online stellen und die Kollegen Nasty Nils und Herr Chefredakteur Kot werden auch nicht untätig herumsitzen, hoffe ich zumindest. Also wie immer, dranbleiben, Berichte schmökern und Videoschauen!